Hallo mein Lieben und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Reft. Mein Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut. Heute gehen wir es entspannt an. Wir fahren wieder raus aufs Meer. Ich hoffe mal, nächstes Ziel wäre eine große Insel. Warum? Erkläre ich euch später. Ich habe da vielleicht zwei, drei Sachen vorbereitet. In jedem Falle versuchen wir dann in den nächsten Folgen mal unser erstes Haustier hier aufs Reft zu holen. Und dann möchte ich schauen, dass wir hier oben, also da, wo wir gerade drauf stehen, den zweiten Stock noch ein bisschen ausbauen wären, weil wir sollten dann auch mal die Antenne bauen, wir sollten dann auch mal dazu die Funkrelaisstation bauen, weil es geht ja dann langsam los mit der Story, oder? Seid ihr da scharf drauf? Wie gesagt, ich würde mich riesig freuen. Wenn ihr auch die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da und abonniert die Glocke, beziehungsweise aktiviert die Glocke, so verpasst ihr auch die nächsten Folgen nicht. Und ich garantiere euch, das nimmt dann richtig Fahrt auf, sobald es dann Richtung Story geht. Aber zuvor sind wir noch ein bisschen entspannt, weil wir haben hier erstmal auf der Insel alles so weit abgeklappert. Das ist die Insel mit dem riesengroßen Riff davor. Ich war in der Zwischenzeit nochmal ein ganz kleines bisschen farmen, habe hier unten, soweit es geht, alles weggeholt. Jetzt habe ich es mal so gemacht, jetzt habe ich das Segel so gut wie es geht mal gerade ausgestellt, damit wir hier so, ja, wie soll ich denn sagen, geradeaus, eigentlich ein nautischer, völliger Fehl. Eigentlich mal in nördliche Richtung und dann die Strömung, die zeigt ja an der Insel dran vorbei, Richtung von uns aus jetzt gesehen Richtung Osten, und das probieren wir dann auch gleich mal umzustellen, das Segel, und zwar so, ne, damit wir hier optimal Richtung mit der Strömung treiben können. Und da seht ihr mal schon, wie schnell das geht. Sobald man hier mit der Strömung Gas gibt, geht das hier deutlich, deutlich schneller. Also die Insel war ein voller Erfolg. Ich möchte euch nur mal kurz zeigen, was wir alles umfarmt haben. Sehr, sehr viel Materialien, das nicht, aber guckt mal. Knapp 40 Einheiten Sand und Ton. Wisst ihr, was das heißt? Ja, wir können noch ein paar Schmelzen bauen. Am Anfang würde ich trotzdem sagen, die drei Stück reichen. Wir nehmen jetzt mal noch ein paar Clippies raus. Ich würde gerne noch mal dann drei Clippy würde ich gerne noch mal rausholen wollen. Aus den Schmelzen. Das reicht dann. Das reicht dann. Von Anfang reicht das völlig. Hier haben wir zum Beispiel noch zwei Haiköpfe und ein paar Muscheln. Da weiß ich nicht genau wohin. Die bunkern wir erstmal hier oben rein. Ja, und dann habe ich mich in der Zwischenzeit auch nochmal mit dem einen oder anderen Stich oder mit dem einen oder anderen Schlag gegen Bruce behaupten müssen. Das ging nicht immer glimpflich aus. Aber keine Angst, umgekommen sind wir noch nicht. Auf keinen Fall. Jetzt werden wir mal was essen, jetzt werden wir mal eine Kleinigkeit trinken. Dann sieht das alles wieder sehr gut aus. Wie gesagt, einfacher Schwierigkeitsgrad. Das heißt, vom Essen und vom Trinken her ist eigentlich alles in Ordnung. Wir haben sehr, sehr viel Zeit. Bloß die Reichweite unserer Haken. Das ist halt noch so eine Sache. Aber gut, das Meer beruhigt sich wieder etwas. Und ich hoffe mal, wie gesagt, ich hoffe mal, dass wir dann in dieser Folge oder in der nächsten Folge vielleicht mal an die eine oder andere größere Insel kommen. Dann habe ich mir überlegt, wie bauen wir denn auf unserem Raft weiter? Der Raum hier, so wie er ist, den würde ich erstmal so lassen. Der Raum wird noch vergrößert, und zwar wird der Raum ähnlich eines, wie soll ich das sagen, ähnlich eines Schiffes vorn, spitz zulaufend verlängert, beziehungsweise nach außen hin 45 Grad erweitert. Das können wir aber noch nicht machen, weil uns hier einfach das Material fehlt. Und dann habe ich mal gesagt, Mensch, Detlef, wir könnten ja was probieren. Und zwar könnten wir, okay, es ist wieder eine kleine Insel, das macht nichts. Da lud man nur mal an der Oberfläche alles ab, weil wir haben so viele Sachen jetzt unter der Wasseroberfläche gefunden. Also ich glaube, wir, also eine kleine Insel, mein Lieben, könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber die lassen wir mal aus. Und dann habe ich mir überlegt, normalerweise könnten wir es ja jetzt so machen, wir könnten es eigentlich mal probieren, mit den Fangnetzen mal ein bisschen zu arbeiten. Warum mit den Fangnetzen arbeiten? Ganz einfach, da müssen wir nicht mehr so viele Sachen ranholen. Und je nachdem, wo unser Raft gerade drüber schippert, haben wir eine viel, viel größere Chance, dass wir umso mehr Materialien aufnehmen. Weil ihr seht, auf der rechten Seite fangen wir ein und auf der linken Seite, ne, gehen uns die Materialien durch die Lappen. Und die würde ich ein ganz kleines bisschen entgegenwirken wollen. So, eins, zwei. Jetzt warten wir noch auf die Planke hier, dann nehmen wir die auch noch mit. Und das ist jetzt erstmal essentiell für die nächsten Folgen. Wir müssen Holz farmen. Wir müssen wirklich Holz farmen. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Also ich hätte hier, also ungelogen, könnte ich garantiert 400 Einheiten locker verbauen. Ich habe ja Größeres vor mit euch und dem Raft. Und dadurch, dass der Raum aber hier so eingezwängt ist, müssen wir das Raft in jedem Falle vergrößern bzw. erweitern. Ich habe mir dann vorgestellt, wir verlängern das Teil hier ganz einfach. Und bauen dann einfach in die Mitte ein paar solche Fangnetze ein.
Die zwei, die nehme ich mal so mit. Hier die Planke, die würde ich mal gerne mal noch mitnehmen wollen. Das nehmen wir mit. Hier außen schwimmt auch eine Planke lang. Mal sehen, ob wir die noch schaffen zu holen. Also eine geht uns mindestens, ne? Ihr seht's, eine geht uns immer durch die Lappen. Jetzt müssen wir das Segel ausrichten, damit wir an der Insel vorbeikommen. Perfekt. Ich springe aber trotzdem schnell auf die Insel drauf, weil die Bäume möchte ich mir nicht entgehen lassen. Und mit der Metallaxt geht es viel, viel schneller. Schaut mal. So. Perfekt. Ananas. Unser Raft ist gerade vorbeigegondelt. Haben wir hier oben noch die Möglichkeit, irgendwas zu holen? Nein, tatsächlich nicht. Das heißt, wir können wieder rauf aufs Raft und weiter geht's. Ich wollte gerade sagen, hier unten habe ich doch. Nee. Da tatsächlich. Ah, das war ein Volltreffer. Ich habe gedacht, da ist ein bisschen näher. Aber nee, ist er tatsächlich nicht. Wow, schaut euch das mal bitte an. Sehr schöne, viele Fässer. Wir müssen aber drehen. Wir müssen drehen. Wir müssen mit der Strömung mitfahren. Damit wir wieder ein bisschen Speed aufnehmen. Wenn ihr seht, dann gehen halt die Fässer wieder dran vorbei. Dann ist es halt so. Mit dem Navigationsgerät, meine Lieben, ist es dann tatsächlich so, wir können dann genau bestimmen, wo wir dran vorbeifahren. Wir können dann die Inseln ausmachen und so weiter und so fort. Also das ist dann deutlich, deutlich einfacher. Wir müssen aber dafür noch ein bisschen unser Raft erweitern. 20 Planken hätten wir wieder hier unten. Schön. Das ist richtig gut. Hier kommen dann die ersten Fässer wieder. Hier hinten auch. Also von dem her, vom Material ist trotzdem bestens gesorgt. Und die hier, die gehen uns gerade so ein bisschen durch die Lappen. Ich glaube nicht, dass ich die einfangen kann irgendwie. Da reicht unser. Nee, da reicht der Haken. Beim besten Willen nicht. Gut, das könnten wir auflösen hier. Ist ein bisschen Deko drin. Das sind die Samen. Da könnten wir das hier noch einräumen. Rezepte und auch schon ein leeres Lager. Also eigentlich könnten wir das ja soweit mal fertig machen. Und so gut wie es geht, ein ganz kleines bisschen, so gut wie es geht, wegbauen. Und hier würde ich dann sehr, sehr gerne anfangen, hier das Raft ein bisschen zu erweitern. Wie viele Elemente sind das? Das sind 5. Jetzt gucken wir mal für die. Jetzt gucken wir schon mal, wo war das gerade mit diesen. Hier, mit diesen Sammelnetzen, ne? 8 Seile, 2 Nägel. Also ist nicht wenig an Material, was es kostet. Aber glaubt's mir, mein Lieben, das ist wirklich Quality of Life. Und es beschleunigt hier die Materialbeschaffung ungemein. Und da kommt wieder eine Insel. Allerdings mit einem Monolithen drauf. Monolith sind bei mir immer die Spitzen oben drauf. Das garantiert uns immer eine Kiste dort oben. Kiste ist wertvoll. Deshalb werden wir hier nach dieser Kiste hier, nach der Eggischen, die beinhaltet immer so ganz, ganz viel Material. Sowie irgendwelche, ja, Obst. Nee, ich glaube Gemüse. Gemüse. Gemüse, dann irgendwelche, wenn wir Glück haben, irgendwelche Rezepte und so weiter und so fort. Also die Kiste ist mit vielen, vielen Habseligkeiten gefüllt hier. Und dann danach drehen wir ab und schippern gleich Richtung Monolitheninsel, damit wir die Kiste mitnehmen können. Na komm, den Plastik nehmen wir noch mit. Gerne, Dankeschön. Na, ja, Planke, Palmblatt, Kunststoff, alles da. Und wir schippern jetzt bitte Richtung Insel. Das dauert ein Stück, weil wir jetzt ein ganz kleines bisschen gegen die Strömung segeln. Aber ganz ehrlich, das kriegen wir hin. Meine Lieben, das kriegen wir hin. Das Fass kriegen wir auch hin. Tatsächlich, ich glaube es nicht. Geil. Und eine rohe Kartoffel, eine rohe Rübe. Ja, das bringt mich ja zum nächsten Thema. Wir sollten mal wieder ein bisschen essenstechnisch hier mal wieder ein bisschen was auffahren, ne? Wie sieht's denn aus mal mit Rüben? Ja, gerne. Hauen wir mal ein paar Rüben hier rauf. Wir müssen noch weiter gegen die Strömung. Damit wir wirklich an die Insel anlanden. Und wir wollten uns ja noch einen Anker bauen. Den Anker würde ich dann gerne hierher setzen. Hierher. Müssen wir die Kisten definitiv mal wegräumen. Jetzt landen wir dann so fast an der Insel an. Das ist zwar ein bisschen blöd, die linke Seite zum Anlanden hier. Aber das kriegen wir hin. Kurz vor der Insel schwenkt man dann rechts weg.
Segel hier, ne? Das ist der normale Anker. Wir bräuchten noch 2 Steine. Und dann könnten wir uns noch so einen kleinen Anker basteln. So. Passt. Okay, wir sind kurz dran. Schnell, 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 schnell. Komm, Defi, komm, Defi. Perfekt. Genau so hatte ich das vor. Jetzt tun wir so noch ein ganz kleines bisschen um die Insel rumschippern. Und hier vorne kann man schön anlanden. Und hier auf der rechten Seite sind dann schon Fässer. Das holen wir uns dann alles gleich. So, wunderbar. Das passt wunderbar. Wunderbar. Okay. Rein mit dem Ding. Wir gehen auch mal ins Wasser rein. Brucey ist nämlich gerade hinten weggeschwommen. Das heißt für uns, ich wollte gerade sagen, ein paar Minuten Zeit, nichts da. Da ist er. Dreht kurz. Hahaha. Hast du gedacht, mein Freund, hä? Ja. Sehr aufstehen. Aber keine Angst, sobald wir ins Wasser gesprungen sind, ortet er uns wieder. Der hat hier so ein Frühwarnsystem am Start, der Kerl. Und der weiß dann ganz genau, wann wir und wo wir aus dem Wasser gesprungen sind. Übrigens hat er einen sehr großen Radius, der Bruce. Man mag das gar nicht glauben. Aber ich sag mal, bei solchen kleinen Inseln müsst ihr echt aufpassen. Wow. Also, die Schätze hier über der Wasserlinie sind auf der Insel enorm. Holen wir gleich das noch ab. Holen wir uns gleich die Planke noch ab. Ich hatte ja gesagt, Holz gerne in rauen Mengen. Das ist, glaube ich, die Insel mit den 2 kleinen Riffen. Ja. Unter der Wasserlinie. Denkt bitte dran, für Schmelzen brauchen wir immer 12, jeweils 12 Stück. Wir haben, glaube ich, 40 oder so insgesamt. Das heißt, wir könnten noch 3 Schmelzen rausbauen. Ey, ich denke mal für den Anfang. Also 6 Schmelzen, wenn wir die gebaut hätten bis jetzt, reicht völlig, reicht völlig. Gut, hier gibt es nichts mehr. Hauen wir uns gleich mal hoch. Diese wunderschönen blauen Blumen. Sehr geil. Oh. Wir könnten uns noch ein ganz kleines bisschen Platz verschaffen, indem wir hier mal die Kokosnüsse und die Mango essen. Dann können wir gerne mal die Geschenke öffnen. Machen wir mal auf. Was hätten wir denn? Ein Papierstapel. Einfach nur zur Deko. Ein offenes Buch. Auch geil. Für die Kapitänskajüte. Und eine Rose. Bevor wir hier die Früchte und das Obst und alles mitnehmen, kontrollieren wir erstmal, was in der Kiste drin ist. Wow. Scharniere, Nägel, Bolzen, Planken, alles dabei. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Ich hab's gewusst. Aber Ananas hätten wir schon mal einen Stapel. Perfekt. Palmensamen hätten wir. Noch eine Rübe wäre da. 13 Kartoffeln, das ist echt viel. Dann essen wir einen gegarten Hai. Würde ich vorschlagen. Das macht uns wieder einen Slot frei. Ich möchte nur nicht auf den Inseln, dass uns hier irgendwas fortfliegt, weil das findest du hier nicht mehr. Das ist immer so eine Katastrophe. Schaut mal, die Planken, die hier einfach so im Meer liegen. Ha. Geil. So, wo ist denn unser... Genau, hier. Das war's. Abgearbeitet, die Insel. Ne? Planken weg, alles weg. Gucken wir mal. In der Zwischenzeit haben wir wieder knapp 70 Planken gesammelt. Das geht... Wenn man es wirklich drauf anlegt, geht das recht fix. Wir müssen uns dann auch wieder eine zweite Mattkiste bauen. Ne? Also mit einer Mattkiste, ihr seht es schon, kommt man hier nicht mehr weit. Also machen wir es mal so. Machen wir mal die zweite. Hauen wir hier mal daneben. Rosé, das ist nicht dein Ernst jetzt, mein Freund. Wir brauchen mal das Hämmersche. Das Bauhämmersche. Wo haben wir es hingepackt, das Ding hier? So, mal reparieren. Wie viel hat er? Ha! Er hat schon Kraft, ne? Brucey Bruce hat Kraft. Das könnten wir auch eigentlich mal wegräumen. Aber Achtung, das fliegt dann alles raus. Das hätten wir schon eingepackt. Den Heikopf hat wir schon, ich wollte gerade sagen, ganz oben hingepackt. Genauso wie die Muscheln. Das Essen. Und Rüben wären drin.
Hauen wir gleich mal wieder ein bisschen Wasser rein. Dann würde ich sagen, rüber rein. Kartoffeln. Garen wir uns mal ein paar Kartoffeln durch. Sehr schön. Gut, dann haut das schon mal durch. Hier ist ja alles soweit, ja, alles soweit besetzt. Essen packen wir weg. Hier kommt die Samen, die fliegen dann hier rein. Ja, das wird, also mittlerweile, wenn man dann wirklich, wenn sich das einmal eingegroovt hat und man weiß dann ungefähr, wo die ganzen Sachen liegen, ist das kein Problem mehr. Wir machen es so, dass wir machen wirklich reinweg eine Holzkiste, das habe ich immer so gemacht. Einfach mal eine Materialkiste, wo man einfach nur Holz reinbunkert. Und ihr seht ja, man kriegt hier schon knapp 160 Einheiten Holz hier rein. Das ist wichtig, damit ich weiß, wann ich mal wieder ein bisschen das Raft ausbauen kann. Das heißt, eine Kiste voll und wir basteln wieder ein bisschen am Raft rum. Und dann kann man hier so verschiedene Dinge, kann man hier dann zwischenlagern und so weiter und so fort. Das könnten wir auch mal ein bisschen sortieren. Nee, reicht nicht. Ah, wir brauchen eine zweite Mattkiste, ne? Das ist ganz klar. Okay, Essenskiste ist mittlerweile auch gut gefüllt. Sehr schön. Und hier oben ist dann eigentlich nur noch die Kiste mit lauter Unrat. Deshalb habe ich gesagt, wir räumen das hier alles weg. Dann können wir die Kiste auch schon wegmachen. Und alles, was hier so ein bisschen Material ist, das stopfen wir dann einfach hier rein. Nägel. Aha. Ah, Nägel hier. Okay. Na. Wollte ich eigentlich nicht, dass das fortfliegt. Passt. Wunderbar. Sieht zwar jetzt ein bisschen sperrig aus mit diesen kleinen Kisten hier oben, aber besser als nichts. Das sind die Rezepte und da sind halt Samen drin. Da müssen wir uns halt überlegen. Die Rezepte könnten wir zur Not noch hier reinpacken. Das wäre kein Problem. Übrigens, die blauen Rezepte, wenn man die einmal gelernt hat, meine Lieben, ist es tatsächlich so, ihr könnt die auch wegwerfen. Ihr müsst das nicht behalten. Ich behalte das nur, weil das so Erinnerungen sind an verschiedene Stationen hier in dem Spiel. Und deshalb behalte ich da, ich behalte einfach gerne alles. Da bin ich offen und ehrlich, ich hau da nichts weg. Sehr schön. Jetzt haben wir nur noch die hier und dann könnten wir den stationären Anker, den könnten wir dann hierher bauen oder wir bauen hier hinten hin. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Dann würde ich ihn eher hierher bauen. Gut, nächste Frage ist, wir brauchen noch eine Kiste. Wir brauchen mal noch Lager. Leider. Da müssen wir mal noch ein... Ich baue gleich zwei. Sicher, sicher. Dann holen wir gleich noch ein paar Schrotteinheiten. Wie viel bräuchten wir? 3, 6 Schrott. 8 Seile und 2 Scharniere. Seile haben wir hier oben ein paar. Und noch 4 Seile. So. Also, 2 Kisten rausgebaut, das passt. Ja, die könnten wir jetzt zum Beispiel noch hier anlegen. Das kostet auch nicht mehr. Und hier oben könnten wir dann schon die zweite Kiste anlegen. Und dann könnten wir die Samen und das ganze Zeug, das könnten wir dann dort oben reinwerfen. Tools. Ja, nennen wir es mal Tools und Samen. Wir haben sogar schon 2 Paddel, ne? Nicht nur 1, sondern tatsächlich schon 2. Richtig gut. Dann hätten wir das und das hier wäre unsere zweite Mattkiste, sage ich mal. Ja, ne? Je nachdem, auf was wir dann Bock haben, können wir dann dort einräumen. Die können wir dann gleich hier oben noch setzen und schon ist das Ding hier außen wunderbar leer. Einmal weil die Insel ist abgearbeitet. Meine Lieben, wir lichten wieder den Anker, aber zuvor bauen wir noch was. Und zwar, wir bauen den großen stationären Anker, wenn wir die Materialien dafür haben. 3 Metallbahnen, 1 Scharnier. Ich würde das Ding gerne hierher bauen. Daher, weil das ist ja eigentlich die Rückseite. Hier ging ja alles los. Ne? Hier außen. Das bauen wir dann so ein bisschen schräg raus, wie im 45-Grad-Winkel. Und da hinten würde ich dann sehr, sehr gerne den Anker platzieren. Also machen wir jetzt Folgendes. Holen wir ein bisschen Holz raus. Wir holen ein bisschen Kunststoff raus. Und dann fangen wir hier hinten mal an, das ein bisschen zu erweitern. Das hier muss wieder weg.
Warum so? Kann ich euch sagen, weil hier die Fangnetze reinkommen. Und das Ding hier, das muss weg. So, und hier können wir dann den stationären Anker können wir dann hier hinstellen. Das Teil. Metallbahn, Seile. Hier brauchen wir sehr, sehr viel Materialien dafür. Na gut, zwar eins zu viel. Egal. Drei Metallbarren und ein Scharnier. Okay, Metallbahn bräuchten wir mal wieder. Ja, tatsächlich. Wir müssten mal wieder Schmelzi-Schmelzi machen. Kein Problem. Hauen wir gleich rein. Ihr wisst ja, Metallbahn kann man für eigentlich alles verwenden. Gut, das war's, ne? Jetzt ist er da. Jetzt ist er da, unser stationärer Anker. Das Ding bauen wir dann hier. Ah, das geht nicht. Ach, das müssten wir dann. Da bräuchte man dann hier so ein Fundament. Okay. Na gut, kein Thema. Das fliegt hierher und dann bauen wir halt hier einfach mal noch zwei Fundamente hin. Und dann kommt hier unser stationärer Anker hin. Sehr schön, sehr schön. Geil. Den bauen wir dann mal noch weg. Das ist nur, dass wir erstmal einen Anker haben. Gussi. Gussi, ist das wirklich dein Ernst? Da, wo wir gerade standen, wolltest du hier. Unglaublich. Egal, mein Lieben, wir legen wieder ab. Das war das letzte Mal, dass wir den einfachen Anker hatten. Das heißt, die Steine sind jetzt eigentlich auch passé. Weitere Sachen brauchen wir für die Steine nicht. Und ja, es geht wieder los. Rauf aufs Meer. Strömung sieht gut aus. Jawohl, das sieht man hier an diesen zwei kleinen, ich sag mal, Streifen hinter unserem Raft. Wenn die relativ gerade, linear, 90 Grad nach hinten weggehen, dann heißt das hier, wir sind absolut in der Strömung drin. Und wir segeln dann sehr schnell. Okay. Ja, und jetzt machen wir uns mal Gedanken, wie wir ein paar solche Sammelnetze rausbauen. Oder was meint ihr? Die Sammelnetze sind wichtig für Quality of Life. Wo waren die gerade hier? Sammelnetze. Seile sind halt übel. Also Seile sind halt richtig, richtig viel hier. Werden hier verlangt. Mich gleich zwei bauen. 16, das hätten wir. Wir bräuchten vier Nägel. Hätten wir auch. Bauen wir gleich mal zwei. Warum zwei? Weil wir genau Platz für zwei Stück hier hinten haben. Ja, und hier gibt es immer, da gibt es im späteren Spielverlauf gibt es noch verbesserte solche Fischernetze. Aber hier passen, glaube ich, fünf Items passen hier rein. Egal welche. Hier schwimmt gerade was unter unserem Raft durch. Genau. Gut, sehr schön. Und die See wird wieder rauer. Ja, das ist aber schön, dass die Rüben mal durch sind. Weiter geht's. Zack, gießen. Au. Los, wieder rauf hier, bevor der böse Hai kommt. Okay. Hier fehlt noch eine Planke. Die Rüben könnten wir schon mal rein wieder in die Essenskiste packen. Also, es läuft. Alles gut. Essenstechnisch müssten wir mal wieder ein bisschen kleines bisschen reinhauen. Und dann warten wir mal, bis das Metall hier durch ist und dann hauen wir gleich die nächsten drei rein. Boah, hier geht eins so viel durch die Lappen, Wahnsinn. Das Fass, das wollen wir uns noch holen. Komm her, sehr schön. Eine große Insel. Ich glaube, das ist eine große. Da ist ein NPC, beziehungsweise da ist so ein kleiner Händlerladen. Das ist tatsächlich eine große Insel. Ich glaube, das kann. Es gab keinen Ladescreen. Ja, beziehungsweise es gibt, wenn man auf eine große Insel anfährt, gibt es immer so einen Ruckler. Dahin sind unsere zwei Superpalmen, die in so einer kleinen Herzensform da stehen, wenn man ein bisschen Fantasie hat. Und dann werden wir hier landen. Geil.
Geil. Sehr schön. Das freut mich. Das freut mich echt, dass wir hier an eine größere Insel anlanden. Weil wir haben dann die Chance, auch einen dieser seltenen Kugelfische zu jagen, die hier unter Wasser sind. Mit diesen Kugelfischen bekommt man Munition für den Netzwerfer. Das ist dann so Pulver. Und mit diesem Pulver kann man dann endlich paar Haustiere fangen. Und wir landen sogar an der richtigen Seite der Insel. Ich glaub's gar nicht. Schön, sehr schön. Ach, das... Ihr glaubt gar nicht, wie ich mich jetzt darauf freue. Ihr glaubt gar nicht, wie jetzt ich mich darauf freue. Auf die große Insel. Wenn doch das Meer sich ein ganz kleines bisschen beruhigen würde, wäre das alles kein Problem. Und wir schippern direkt hier auf diese wunderschöne kleine Landezunge. Wir werden schon mal den ersten Exkurs in dieser Folge, werden wir in jedem Falle noch machen. Wobei die Planken, die könnten wir uns dann auch so holen. Und wir landen dann einfach hier an. Geil. So, dann würde ich sagen, stopp. Und schon sind wir angelandet, meine Lieben. Schon sind wir da. Jetzt machen wir es mal so. Wir räumen nochmal das Inventar aus, so gut es geht. Ein kleines bisschen Vorrat haben wir ja. Essen, Trinken. Kartoffeln haben wir dabei. Das heißt, wir räumen alles andere so gut wie es geht raus. Die Planken fliegen ja auch raus. Wohin mit den Seilen? Das ist wieder so ein Spezialtool. Ja, machen wir mal hier die Spezialtools rein. Metalle sollten alles soweit durch sein. Ja. Und vielleicht könnten wir uns bei der Insel auch endlich mal drum kümmern, dass wir vielleicht mit ein bisschen Unterwasser-Equip, dass wir vielleicht ein bisschen besser unter Wasser bleiben können, ein bisschen länger und auch die tieferen Gewässer ansteuern können. Weil hier gibt es richtig tiefe Gewässer. Da kommt man aber teilweise nur hin, wenn man schon dieses das Ausrüstungsequipment dazu hat. Das Taucherequipment. Zeige ich euch noch. Ich glaube, ein was könnten wir schon bauen. Ich überlege gerade hier den Netzwerfer, den können wir schon bauen. Uns fehlt noch die Munition dazu. Das ist schon hier. Und die Flossen. Zu den Flossen, damit kann man schneller schwimmen. Zu den Flossen gibt es auch eine Tauchflasche. Mit der Tauchflasche können wir dann wesentlich länger unter Wasser bleiben. Da vorne ist es. Da vorne ist es. So ein Alpaka. Geil. Wir müssen uns sowas bauen. Das nützt nichts. Wir müssen uns hier echt sowas bauen. Das heißt, wir gehen immer mal zurück aufs Raft. Wir grasen die Insel erstmal. Dann gehen wir wieder zurück aufs Raft und schmelzen immer wieder Glipper. Mit dem Clipper können wir dann, in einer Flasche, glaube ich, war das, könnten wir dann so eine Taucherflasche bauen. Schauen wir mal. Ich glaube, mit einer Axt kommen wir hier nicht weit, ne? Ich glaube, alleine von den Äxten brauchen wir hier zwei. Sehr schön. Ah, das freut mich. So eine große Insel. Schaut mal, das ist die Doppelpalme, die wir schon vom Meer aus gesehen haben, wo wir schon hier angesteuert sind. Wenn man hier so ein bisschen Fantasie hat, könnten wir hier auf der Insel in Pension gehen und könnte sich hier drunter nochmal das Jawort geben. Hier oben, sehr schön. Ja, das hätte Stil. Das hätte so ein ganz kleines bisschen Flair. Hier unten ist auch meistens so, dass hier hinten auch noch ein Tier rumläuft. Leider nicht. Das ist echt schade. Auf manchen Inseln gibt es nämlich bis zu 3 Haustiere zum Einfangen. Oder 3 Tiere, das sind ja keine Haustiere eigentlich. Das wären dann Haustiere. Gut, mein Lieben.
ab zurück aufs Raft. Weiter schmelzen. Ein paar Planken hätten wir ja schon. Wieder so über 40 Stück. Boah, die habe ich noch gar nicht gesehen, die Ananas hier oben. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Wieder was gelernt. Es gibt auch in dem Spiel immer wieder was Neues zu entdecken. Es gibt noch so viele Dinge, die noch unentdeckt sind. Es ist tatsächlich so. 1, 2, 3. Passt, wieder drin. Bruce. Ist es dein Ernst? Es ist dein Ernst. Du musst halt hier... Ach nein, da passen bis zu 10 Items passen da rein. Entschuldigt bitte, nicht 5, sondern tatsächlich 10. Eine zweite Mattkiste. Ah, brauchen wir noch nicht. Alles gut. Essenstechnisch könnten wir mal wieder ein bisschen was einräumen. Auch kein Problem. Und jetzt räumen wir mal noch die Samen ein. Bisschen beschriften. Das wäre geil. Die Drohnen so ein ganz kleines bisschen. Wir haben ja in der letzten Season, haben wir ja auf unserem Reason Raft, haben wir ja das schön strukturiert und sortiert. Was Essen war, was nicht. Da haben wir dann eigene Küchen gebaut. Und so weiter und so fort. Das würde ich hier auch machen. Allerdings ein bisschen den kleineren Stil. Das Metall ist dann durch. Ist im kleineren Stil. Würde ich dann auch so eine kleine Küche anlegen. Dann hätten wir dann die Smoothie-Küche dazu. Und so weiter und so fort. Es gibt ja hier sehr, sehr viele Dinge, die man hier basteln kann. Ne? Also, ach so, eine Flasche. Wir bräuchten noch eine Flasche. Mit einer Flasche oben im Forschungstisch könnten wir uns dann um die Taucherflasche kümmern, oder? Hier. Nee, doch, wir brauchen noch eine leere Flasche. Wir hätten zwar eine. Ach, wisst ihr was? Komm die, opfern wir. Zack. Und dann dürfen wir hier das Fernglas bauen und auch die Sauerstoffflasche dazu. Sehr schön. Und mit der Sauerstoffflasche können wir jetzt in viel, viel tiefere Gefilde eintauchen. Hier, schaut mal. Bietet zusätzlichen Sauerstoff und hier gibt es dann die Flossen. Alles gut. Jetzt müssen wir hier nur mal schnell schauen, dass wir wieder selber eine Flasche rausbauen. 6 Kunststoff, 4 Clipper, das hält man eigentlich. Ja. So eine Flasche ist wichtig. So eine Flasche, wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, dass man hier immer wieder trinken kann. Und zwar 5 Schlückchen aus der Flasche raus. Glaubt mir, das möchte man nicht mehr missen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, die fliegen wieder drauf. Die 3 hauen wir wieder hier hoch. Und dann sollten wir uns auch mal drum kümmern, dass wir... Wo waren die gleich hier? Ne? Das sind die verschiedenen Anbauflächen. Das habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Die verschiedenen Anbauflächen bieten Folgendes. Die kleinen Anbauflächen können wir kleine Pflanzen züchten. Also auch Blumen und auch Obst. Gemüse können wir dort reinpacken. Rohe Rüben wie auch diese rohen Kartoffeln. Übrigens, die 2 kann man auch so essen. Die muss man nicht grillen. Mit Grillen, das generiert ein bisschen stärkeres Sättigungsgefühl, aber die kann man auch so essen. Ne? Kann gekocht oder für weitere Rüben angepflanzt werden, passt auf eine kleine Anbaufläche. Man kann die auch auf eine mittlere bauen oder auf eine größere. Es lohnt sich zwar nicht mehr so sehr, aber man kann's. Die mittleren sind absolut dafür gemacht, dass man da zum Beispiel Ananas drauf baut, dass man da zum Beispiel Wassermelonen drauf macht und so weiter und so fort. Dafür sind die mittleren Anbauflächen gedacht. Achtung, auf die mittleren Anbauflächen passen nur 2 Seeds drauf. Und jetzt kommen die großen. Auf die großen, da kann man sogar Bäume drauf bauen. Ne? Da kann man einen Baum, kann man da glaube ich, drauf pflanzen. Ein Stück, der wächst dann richtig hoch, den haut man dann um und dann packt man den nächsten Samen dort rein und dann geht es weiter. Es gibt hier Modifications für dieses Spiel, das generiert zum Beispiel einen riesengroßen Plot. Dieser Plot hat dann, glaube ich, was war das? Ich glaube 64 verschiedene Einheiten, wo man verschiedene Samen reinpacken kann und da kann man dann innerhalb kürzester Zeit, kann man dann sehr, sehr viel abernten, wenn man das möchte. Gut. Das ist wieder am Wachsen, das passt. 2 Schluck zu trinken nehmen wir uns mit. Und dann würde ich sagen, wir hauen uns weiter auf die Insel drauf. Was wir auch bauen müssen, ich überlege gerade, ob das schon geht. Ja, es geht. Bolzen, Metallbahn, Planke.
Wir waren ja schon mal auf so einer Insel drauf. Wir haben aber nicht alles von der Insel mitgenommen, weil wir damals eigentlich die Technologie noch gar nicht hatten. Die Technologie einer Schaufel. Wir wissen jetzt, wie man eine Schaufel baut. Da rennt das Alpaka rum. Übrigens kann man die Tiere auch töten. Man muss die nur öfters schlagen und dann fallen die halt um. Ich möchte es nicht machen, ich möchte es nur mal so sagen. Weil es gab auch schon Fragen, Zanto, kann man diese Tiere töten? Ja, es geht. Gut, hier nehmen wir zwischendurch mal noch ein bisschen Schrott mit und hier das eine Tonelement. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal noch hier hinten uns den Rest der Insel an. Es gibt eigentlich hier nicht so viel mehr zu sagen. Was mich hier stutzig macht, gerade auf dieser Insel, dass hier die Tiere fehlen. Also auch die Vögel. Normalerweise auf großen Inseln kreist immer ein Vogel rum. Der fehlt hier auch. Ich weiß nicht warum. Und Schweine sollte es hier auch geben. Also so richtige... Ja, alles gut. Du brauchst nicht fortlaufen. Ich komme dich nur kurz besuchen und dann gehe ich auch schon wieder, mein Freund. So, und ein zweites Tier sollte dann hier hinten rumlaufen. Wenn wir Glück haben. Ja, ein Huhn. Ein Alpaka und ein Huhn. Was Geileres gibt es gar nicht. Was sponsert uns so ein kleines Huhn? Eier. Eier sind für Mama gut, wenn sie Papa essen tut. Ja, wir haben noch keine Müllwürfel. Wir sind noch nicht in der Story angelangt. Hallo. So nah stand das Ding noch nie bei mir. Aus nicht fortlaufen. Wir können dir noch nichts tun. Und wir tun dir auch nichts. Wir... Vielleicht schaffen wir es in einer der nächsten Folgen mit der Kugelfischmunition uns wenigstens das Huhn hier an Land zu ziehen. Schauen wir mal. So, wie sieht's denn aus mit... Ja, alles gut. Gut, dann würde ich mal sagen, die kleine Halbinsel hier, die graben wir noch ab. Und dann laufe ich durch die Höhle zurück. Das zeige ich euch dann gleich, was ich da mit dem Dreck meine. Ohne Dreck können die Tiere bei uns auf dem Raft nicht existieren. Jedes Tier braucht seine eigene Stelle an Dreck. Die meckern dann rum, sind ganz schlecht gelaunt. Und wenn man sich dann nicht um sie kümmert, gerade mit dem Dreck auf dem Boden oder mit Wiese, wo sie halt dran fressen können, dann sterben die. Die sterben. Sehr schön. Haben wir noch so viel Kapazität für den Mangobau? Na komm. Ja, sehr schön. Okay. Dann hätten wir das hier abgegraben. Hier oben gibt es dann auch noch was zum Holen. Hier hinten. Vielleicht gibt es hier oben noch ein Schwein. Ah, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wir laufen jetzt mal zurück zum Raft. Und zwar hier rein. Hier durch die Höhle durch. Dann zeige ich euch das gleich mal mit der... warum wir eine Schaufel so dringend brauchen. Hier, ne? Ist halt ein großes Schaufelsymbol. Das heißt, wir müssen hier buddeln. Übrigens, da gibt es nicht nur diesen heiligen Dreck raus, sondern da gibt es dann auch spezielle Teile, die dann da drin liegen. Das kann zum Beispiel Schrott sein. Das kann zum Beispiel auch mal ein Scharnier sein, was da drin verbuddelt worden ist. Also, es gibt hier sehr viele Möglichkeiten, was dort unten mit drin liegt. Und ich sag mal, Anfang nächster Folge, mein Lieben, was seid ihr denn davon? Wir bauen uns dann halt mal eine Schaufel. Und dann gehen wir mal buddeln. Oder? So, dann sind wir wieder am Raft angelangt. Es hat heute wieder mega, mega Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und ich sag mal, nächste Folge kümmern wir uns mal ums Buddeln. Nächste Folge gehen wir mal oben auf die Spitze der Insel. Dann gucken wir uns da mal an. Brucey, du kleiner Frecher. Los. Und dann würde ich sagen, meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge hier wieder dabei seid. Es bleibt spannend. Mal sehen, was es dort umgibt. Eine Kiste, irgendwelche Sachen drin, vielleicht ein Rezept. Schauen wir mal. Oder dann ein uns nicht so freundlich gesinntes Tier. Zum Beispiel so ein riesengroßes Warzenschwein. Schauen wir mal. Das alles in der nächsten Folge. Herzliches Dank. Herzliches Danke fürs Zugucken. Euer Detlef und euer Zanto. Bye, bye.